Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich, mehr als gewohnt. Eine Wohnung mit Badelandschaft zum Verlieben, für Sie umgebaut. Eine 3-zu-1-2-Raum-Wohnung, das geräumige Bad mit Badewanne und Dusche bietet zudem immer noch genügend Freiraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Drehscheibe Lausitz am 12. September. Wir sind auch heute wieder für Sie da mit aktuellen Informationen aus unserer Region. Und gestartet wird heute in Herrnhut. Der berühmte Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine steht kurz vor seiner Sanierung. Im Rahmen einer öffentlichen Führung gab Architekt Daniel Neuer unlängst Einblick in die entsprechenden Planungen. Demnach soll der Betsaal als Herzstück der Gemeinde komplett überarbeitet werden. Dazu zählen die Erneuerung von Putz und Fußboden ebenso wie die von Heizung und Elektrik. Ein Aufzug soll das Gebäude barrierefrei gestalten. Ebenfalls vorgesehen sind die Erneuerung und Komplettierung der Orgel sowie der Wiederaufbau der zweiten Empore. Die Gesamtkosten sind mit 2,4 Millionen Euro veranschlagt. Sie sollen hauptsächlich über Spenden finanziert werden. Für die Orgelsanierung haben Bund und Land eine Förderung von ca. 500.000 Euro zugesagt. Die Arbeiten sollen bis zum 300. Geburtstag der Brüdergemeinde im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Das Robert-Koch-Institut ruft zur Grippeschutzimpfung auf. Die Influenza-Saison 2017-2018 sei besonders schwer verlaufen, so die Auswertung der Zahlen. Demnach gab es zum Beispiel geschätzte 9 Millionen grippebedingte Arztbesuche, 2 Millionen mehr als in den starken Perioden 2012-2013 und 2014-2015. Die Impfung sei trotz der von Saison zu Saison unterschiedlichen Wirksamkeit die wichtigste Schutzmaßnahme, so RKI-Präsident Lothar Wieler. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung für alle Personen über 60, für chronisch Kranke aller Altersstufen, für Schwangere und für Medizin- und Pflegepersonal. Mit keiner anderen Impfung lassen sich hierzulande mehr Leben retten, unterstreicht Wieler. In der vergangenen Saison starben in Sachsen 168 und in Brandenburg 17 Menschen an den Folgen der Grippe. Autofahrer an der B98 in Putzgau müssen jetzt noch besser auf ihre Geschwindigkeit achten. Seit kurzem steht hier nämlich ein Hightech-Blitzer der neuesten Generation. Das säulenförmige Gerät hat den alten Starrkasten abgelöst und kann mit 2 Kameras gleichzeitig in beide Richtungen blitzen. Nach Ottendorf-Okrilla und Maukendorf ist Putzgau der 3. Standort einer solchen modernen Blitzsäule im Landkreis Bautzen. 2017 löste sein Vorgänger mehr als 7000 Mal aus und wurde damit von dem in Plötzen an der B6 übertroffen. Die Online-Abstimmung für den Publikumsliebling beim Deutschen Engagementpreis ist gestartet worden. Insgesamt sind in diesem Jahr 550 Projekte oder Personen dafür nominiert worden. Aus unserem Sendegebiet sind darunter die RAA Hoyerswerda Ostsachsen, der Mosaika-Verein aus Bischofswerda, das Kinder- und Jugendtelefon aus Senftenberg, Tim Döke von der Kreissportjugend Bautzen, Monika Stölzer vom Turn- und Gymnastikverein Ottendorf-Okrilla sowie Martina Wussack vom Sportclub Hoyerswerda.
Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert und die Top 50 der öffentlichen Abstimmung gewinnen zudem die Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbildung in Berlin. Das Online-Voting ist bis zum 22. Oktober möglich. Die Preisverleihung findet Anfang Dezember statt. Die Internetadresse lautet deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis. Das Bischofswerdaer Krankenhaus lädt an diesem Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr können die unterschiedlichen Klinikbereiche besucht werden. Führungen gibt es unter anderem durch die Chirurgie und intensivmedizinischen Abteilungen, das Nierenzentrum, die Labordiagnostik und Zentralapotheke. Im Außenbereich werden Fahrzeuge der Rettungswache vorgestellt, sowie eine Demonstration des Katastrophenschutzes bei einem Unfall mit vielen Verletzten gezeigt. Der Tag der offenen Tür findet anlässlich des 20. Geburtstages des Krankenhauses statt. Details zum Programm gibt es auf oberlausitz-kliniken.de. Die Brücke am Ortsausgang Teicher wird neu gebaut. Am Montag sollen die Arbeiten starten, informiert die Kreisverwaltung. Die alte Überführung wird abgerissen und für Fußgänger über den etwa 6-monatigen Bauzeitraum eine Behelfsbrücke eingerichtet. Aufgrund der nötigen Vollsperrung wird eine großräumige Umleitung ausgeschildert. Für den Busverkehr gilt, die Haltestelle Teicher kann nicht bedient werden. Als Ausweichhaltestellen können die Haltestellen Milkel oder der Wendeplatz am Abzweig nach Wessel genutzt werden. Mit dem Verdienstorden ehrt der Freistaat besonderes Engagement in den Bereichen Gesellschaft, Politik und Kultur. 17 neue Ordensträger gibt es in diesem Jahr. Mein Kollege Florian Glatter hat die Festveranstaltung im Dresdner Residenzschloss begleitet. Felicitas Löwe erhält die höchste staatliche Auszeichnung Sachsens. Die 59-Jährige ist seit fast 2 Jahrzehnten Intendantin am Theater Junge Generation in Dresden. Die Theaterwissenschaftlerin entwickelte das Haus in dieser Zeit zu einem der bedeutendsten Kinder- und Jugendtheatern Deutschlands. Also wir sind ja vor 1,5 Jahren ins Stadtzentrum umgezogen. Wir haben uns jetzt eingelebt und ich glaube und hoffe sehr, dass wir in 5 Jahren im Zentrum Dresdens einmal mehr der Ort sind, an dem Kinder und Jugendliche Theater sehen können, aber auch ihre Freizeit verbringen können und dass wir ein lebendiger Ort für sie sein können. Im TJG sollen sich die jungen Menschen durch altersgerechte Inszenierungen mit gesellschaftlichen Themen kritisch auseinandersetzen. Dieses Ziel verfolgt auch Felix Kolmer. Eloquent und glaubhaft berichtet der 96-Jährige von seinen Erfahrungen im Vernichtungslager Auschwitz. Aber ich sehe heute die junge Generation, schon die 4. Generation nach dem Krieg. Und die haben mit dieser Zeit und mit diesen Taten, die die Deutschen in der Zeit gemacht haben, gar nichts zu tun. Und mit denen müssen wir weiterarbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Ich war in mehr als 100 Schulen, deutschen Schulen. Jemand, der den Holocaust überlebt hat und der seitdem dafür arbeitet, dass Tschechien und Deutschland wieder zusammenkommen, der mit jungen Leuten arbeitet, das ist so ein großes Geschenk, das ist so etwas Besonderes. Und wir können so dankbar sein, dass diese Leute auf uns zugehen und das miteinander möglich ist. Wolfgang Uhlmann ist eine lebende Schachlegende. Als 10-Jähriger fand der Dresdner Zugang zum Denksport. Im Laufe seiner Karriere prägte er das Schachspiel in beiden Teilen Deutschlands. Ich bin 1959 Großmeister geworden. Ich war in 37 Ländern, wo ich an Turnieren teilgenommen habe. Ich habe 4 Weltmeister geschlagen, Bobby Fischer, dann Smyslov, Botvinnik. Anand ist heute noch mit einem Weltmeisterschaftskandidat. Unter den Ordensträgern ist auch Reinhard Seliger. Der Kirchenmusikdirektor aus Görlitz prägte den Bachchor der Europastadt sowie die Musikkultur im ostdeutschen Raum. Keiner hat das mir damals geglaubt, vor vielen Jahren, dass es gelingen könnte, die Görlitzer Sonnenorgel wieder aufzubauen, das viele Geld aufzutreiben und dass das dann heute eine der schönsten Orgeln, die es in ganz Deutschland gibt, geworden ist. Das haben wir damals gehofft, aber uns war schon bewusst, was das für Mühen in Anspruch nehmen wird. Seit 1997 wird der Sächsische Verdienstorden verliehen.
Bislang wurden rund 300 Persönlichkeiten ausgezeichnet. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Blick in den Polizeibericht vom Mittwoch. In der Königsbrücker Heide brennt es erneut. Wie Einsatzleiter Volker Lutherberg sagt, seien durch den Wind Glutnester erneut aufgeflammt. Das komplette Areal des ersten Brandes mit rund 250 Hektar ist betroffen. Aktuell sind 12 Wehren aus dem nördlichen Landkreis sowie die Landesfeuerwehrschule mit Kräften vor Ort. Ein Löschhubschrauber der Bundeswehr ist im Einsatz, so Lutherberg. Erschwert werden die Löscharbeiten weiterhin durch mögliche Munitionsreste. Das Naturschutzgebiet befindet sich auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Ein 31-Jähriger ist Dienstagnachmittag mit seinem Transporter in Radibor auf der Straße unter den Eichen gegen eine Laterne und eine Mauer gefahren. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme beim leicht verletzten Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 2,1 Promille. Die Schadenshöhe wird mit mehreren tausend Euro angegeben. In der Nacht zum Mittwoch hat bei Lichtenberg ein betrunkener Autofahrer seinen Opel in die Leitplanke gesteuert. Der 28-Jährige verlor im Kreisverkehr an der Großröhrsdorfer Straße die Kontrolle über sein Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streife des Kamenzer Reviers beinahe 2 Promille Alkohol fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub. Am Dienstagabend hat ein Unbekannter in Görlitz einen 14-Jährigen überfallen. Als der Jugendliche an der Blumenstraße gegen 18.30 Uhr im Eingang seines Wohnhauses stand, ging ein Mann den Jungen im Hausflur von hinten an, drückte ihn zu Boden und forderte Bargeld sowie sein Mobiltelefon. Der 14-Jährige rief laut um Hilfe, worauf der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Nach Angaben des Jugendlichen war der Mann etwa 16 bis 21 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Am Hals trug er eine auffällige Tätowierung, hier war die Zahl 31 zu sehen. Auch der linke Unterarm war tätowiert. Hinweise nimmt das Görlitzer Revier telefonisch unter 03581 65 00 entgegen. Dienstagnachmittag haben Unbekannte in einer offenstehenden Garage am Auenweg in Görlitz einen Müllsack angesteckt. Die Flammen griffen auf einen Stapel Holz über. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand schnell, verletzt wurde niemand. Neben der betroffenen Garage verrußte auch die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen rund 4.000 Euro. Ein Spaziergänger hat Dienstagnachmittag im Stadtwald von Neugersdorf eine kleine Drogenplantage entdeckt. Unbekannte bauten dort rund 10 Cannabispflanzen an. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen führen. In der kommenden Woche sind die Berater der Polizei auf dem Marktplatz in Radeberg. Zwischen 14 und 17 Uhr wird in verschiedenen Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention informiert. Im Schwerpunkt wird es um den Schutz vor Einbruch und Diebstahl sowie um Fragen zum sicheren Alltag von Senioren gehen. Nach einer kleinen Unterbrechung berichten wir aus Leipzig. Hier wurde Sachsens erstes Katzencafé eröffnet. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß! Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Jeder Kontakt mit einem Tier wirkt sich positiv auf den Menschen aus. Verschiedene Studien belegen, therapeutische
psychologische und physiologische Einflüsse. Das Schnurren einer Katze oder auch der Blick in die Augen kann eine echte Wohltat sein, wissen nicht nur Katzenhalter. Für alle, die zu Hause nicht die Möglichkeit haben, ein Fellknäuel in Obhut zu nehmen, lohnt sich ab sofort definitiv eine Reise nach Leipzig. Hier gibt es jetzt Sachsens erstes Katzencafé. Nicht nur der Kaffee ist hier süß. Wie der Name Katzentempel schon ahnen lässt, leben Stubentiger in dem neuen Leipziger Lokal direkt neben dem Grassi-Museum. Es soll ein Wohlfühlort für Mensch und Vierbeiner sein, so das Konzept. Mit Leipzig gibt es nun bereits 4 Katzentempel in Deutschland. Robin Gebauer betreibt das Café zusammen mit seiner Freundin Anne. Wir gucken, dass wir jeden Gast, wenn er reinkommt, kurz briefen erstmal, dass die höchste Regelung bei uns ist, Respekt vor den Tieren erstmal zu haben. Vor den Katzen, dass die hier ihr Ding machen, dass man auch entspannen kann, wenn die Katze neben einem sitzt. Und dann natürlich gucken wir auch, dass wir den Leuten während des Essens so ein ganz wenig Informationen geben, zu sagen, wo wir die Katzen herhaben. Wenn die Leute Interesse haben, auch die Kontakte vermitteln, zu sagen, hier Tierheim, guck doch mal da. Und natürlich auch über die Ernährung, weil wir ein rein veganes Restaurant sind. Also aktuell noch leider mit Kuhmilch für den Kaffee, aber das wird noch bald rausgeschoben. Und dass die Leute so ein bisschen sensibilisiert werden. Tierschutz, vegan, gehört zusammen. Und dann vielleicht bei den Leuten so ein bisschen eine Art Schalter umlegen, dass sie sagen können, okay, hat Spaß gemacht, war lecker, wir kommen wieder. Die Katzen kommen aus einem regionalen Tierheim und von der Organisation Notfallrassekatzen. Der Katzentempel ist ihr neues Zuhause. Katzen sind jetzt keine Spielobjekte, die haben Stolz, die verdienen Respekt, also haben wir auch kleinere Regeln hier im Café. Da wird man miteinander leben, kann man sagen, voraussetzen können. Das sind 6 Katzen, alle aus Katzenheimen, Tierheimen rausgeholt. 2 Katzen, die 2 Rumänen, Wanda und Petro. Das ist Wanda und ihr Bruder Petro irgendwo. Aus dem Delitzscher Tierheim hier bei Leipzig. Und da haben wir auch geguckt, welche Katzen oder welche Katze hat es am nötigsten. Welche, sage ich mal, ist schon lange da, bräuchte wirklich ein Zuhause. Und dann haben wir auch gesagt, komm hier, das Geschwisterpass nimmt keiner, weil die zusammengehören. Sind ein bisschen verspielt und schon ein Jahr da. Haben wir gesagt, okay, die nehmen wir. Und die 4 anderen Katzen, die ja schon hier ein bisschen modelmäßigere Ausmaße haben, aus Landshut bei München. Und das ist von notfallrassekatzen.de. Und das ist direkt eine Tierschutzaktivistin, die wirklich Rassekatzen aus Züchtervereinen rettet und dann guckt, dass die irgendwie vermittelt werden. Der Andrang auf das Café in Leipzig ist kurz nach der Eröffnung sehr groß. Insbesondere am Wochenende empfiehlt sich eine Reservierung über www.katzentempel.de. Mit aktuellen Meldungen aus dem Lausitzwelle-Sendegebiet geht es gleich weiter bei uns im Programm. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Die Freie Wählervereinigung Stadtzukunft Hoyerswerda lädt am kommenden Dienstag zu einem Bürgergespräch ein. Im Fokus steht dabei der sogenannte Revierappell. Das Papier wurde gemeinsam von der IG Metall sowie der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie initiiert. Darin wird ein nachhaltiges Zukunftskonzept für die Region gefordert. Beim geplanten Kohleausstieg solle nicht auf ein symbolgetriebenes Abschalten gesetzt, sondern ein wirtschaftlich vernünftiger und ökologisch verantwortungsvoller Weg beschritten werden. Sonst bedeutet dies ein Kahlschlag für die Lausitz, die sich vom Umbruch in den 90er Jahren erst mühsam erholt habe. Das 4-seitige Papier enthält insgesamt 8 Forderungen und soll möglichst von vielen Menschen unterzeichnet werden. Eine Möglichkeit ist am 18. September ab 18 Uhr im neuen Rathaus, im Fraktionsraum der Freien Wählervereinigung. Gegen die Volkswagen AG wird am 1. November Musterfeststellungsklage erhoben. Damit können rechtzeitig vor Eintritt der Verjährung grundsätzliche Fragen im Dieselskandal allgemeinverbindlich geklärt werden, und zwar für alle, die ihre Ansprüche rechtzeitig anmelden, erklärt die Sächsische Verbraucherzentrale. Sie hat zum Thema ab sofort eine Sonderhotline unter 0802 55 66 11 geschaltet. Unter dem Motto Wald bewegt veranstaltet der Hoyerswerda Sportclub an diesem Freitag einen Aktionstag. Ab 14.30 Uhr sind alle Interessierten am Scheibesee zu Aktivitäten an der frischen Luft eingeladen. Angeboten wird eine Fahrradtour, das Ausprobieren in der neuen Trendsportart Plogging, also Joggen und Müll sammeln, sowie Spielen und Basteln mit Naturmaterialien für Kinder.
Am 29. September lädt die Ortsfeuerwehr Bischofswerda zum Wettkampf um den 26. Pokal des Oberbürgermeisters in der Wettkampfdisziplin Löschangriff Männer-Frauen ein. Der erste Startschuss auf dem Festplatz am Goldbacher Weg erfolgt 14 Uhr. Anmeldungen sind noch bis zum 27. September möglich. Mehr Infos gibt's im Internet unter feuerwehr-bischofswerda.de. Wir sind gleich wieder für Sie da und haben dann die Veranstaltungstipps und die Wetteraussichten für den Donnerstag im Gepäck. 10 Nachwuchsathleten des Schwimmsportvereins Hoyerswerda waren am Wochenende bei der dritten Auflage des Elbe-Pokals in Dresden. Der erste Wettkampf nach der Sommerpause verlief für die SSV-Auswahl dabei sehr positiv. 2 Athleten landeten im Mehrkampf auf dem Silberrang. Leonie Senf trennten im Brustmehrkampf nur knapp 7/10 von der Goldmedaille. Linus Bennix erreichte im Mehrkampf Rücken und Schmetterling jeweils den 2. Rang. Mia Sophie Stopp und Emily Zinke schafften es am Ende auch auf das Podest. Für Mia langte es im Brustmehrkampf für den 3. Platz. Auch Emily erschwamm sich Bronze im Freistil-Mehrkampf. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos, ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 15. September 1957 wurde zwischen Schecktal und Ossling die Waldkapelle Maria zum Guten Rat gegründet. Mehr als 1000 Gläubige waren damals vor Ort. Ihre Geschichte beginnt mit der Vision des Osslinger Lehrers Josef Neugebauer. Bis zum Jahre 1945 waren in Ossling und den angrenzenden Dörfern kaum katholische Menschen anzutreffen. Dies änderte sich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nun siedelten sich immer mehr katholische Menschen an. Die meisten davon kamen aus Schlesien und dem Sudetenland. Die Katholiken fanden sich in der evangelischen Dorfkirche zu Gottesdiensten und Andachten zusammen oder sie liefen bei Wind und Wetter bis nach Kamenz in die Pfarrkirche. Deshalb wollte der Lehrer Josef Neugebauer gern in der Nähe von Ossling eine Kapelle errichten. Ein geeignetes Gebäude befand sich im Wald zwischen Ossling und Schecktal. Dort stand der ehemalige Lokomotivschuppen der Steinwerke Dubring-Metzner. Der Schuppen war seit 1936 eine ungenutzte Ruine. Das Unternehmen stimmte zu und schenkte das Gebäude. Mit viel Engagement zahlreicher Menschen konnte die Kapelle umgebaut werden. Der Altar mitten im Raum war damals eine Besonderheit. 1993 bzw. 94 wurde die Kapelle von Grund auf saniert. Die bis dahin ohne elektrischen Strom und mit Kachelöfen ausgestattete Kirche wurde an die veränderten Bedürfnisse der Zeit angepasst. Am 1. Juni 2012 wurde die Waldkapelle unter Denkmalschutz gestellt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Zum Abschluss der Jubiläumswoche 25 Jahre Verbraucherzentrale in Hoyerswerda gibt es am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr im Lausitz-Center Spiele und Aktionen für Jung und Alt. Wie entsteht ein Seil? Antwort auf diese Frage bekommen Interessierte am Donnerstag bei Schauvorführungen durch die Seilerei Schäfer, zu finden in der Steinstraße 10 in Bautzen. Die ca. 45-minütigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Donnerstag unter anderem ab 14 Uhr zur gemütlichen Kaffeerunde in die Begegnungsstätte im Fließhof am Markt ein und ab 14.30 Uhr steht in der Begegnungsstätte Stell dich ein in der Einsteinstraße in Lauter ein Kaffeeklatsch im Programm. Im Jungclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda besteht am Donnerstag ab 14 Uhr die Möglichkeit, im grünen Salon zum Schwatzen, den Internetpoint zu nutzen oder sich auf dem Spielfeld der Terrasse zu betätigen. Zur Blutspende wird am Donnerstag im Bernsdorf aufgerufen. Der DRK Blutspendedienst ist von 15 bis 19 Uhr in der Oberschule in Bernsdorf vor Ort.
Im Cinemotion Neujahrswetter laufen ab Donnerstag in der neuen Kinoprogrammwoche unter anderem der Kinderfilm Petersen und Findus, die Komödie Das schönste Mädchen der Welt und der Horrorstreifen The Nun sowie der neue Gundermann-Film. Das Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda zeigt am Donnerstag um 16 und um 19 Uhr die Komödie Liebe bringt alles ins Rollen. Über die Perspektiven der Gesundheitsversorgung in Kamenz wird am Donnerstag in der Stadtwerkstatt Kamenz in der Luxemburgstraße gesprochen. Interessierte Einwohner sind dazu ab 19 Uhr herzlich eingeladen, sich in die Diskussion einzubringen. Im Kaminzimmer des Hoyerswerder Schlosses stellt der Journalist Uwe Jordan am Donnerstagabend den Roman Die dritte Hälfte vor. Die Autorin Ling Zi erzählt darin, wie die junge Generation ihre chinesische Heimat heute sieht, Beginn ist 19 Uhr. Die neue Lausitzer Philharmonie lässt am Donnerstag im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen in einem Konzert unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven und Peter Tschaikowski erklingen. Los geht es 19.30 Uhr. Die Konzerteinführung mit Dramaturg Ivo Zöllner beginnt 30 Minuten vorher. Wie wird man Pflegemutter oder Pflegevater? Antwort darauf gibt es am Donnerstag bei einer Informationsveranstaltung im Friedrich-Forell-Zentrum Wittichenau am Kolpingplatz. Los geht's 19.30 Uhr. Und eine sächsische Schlammschlacht mit Heilwirkung erleben Zuschauer am Donnerstagabend im Radeberger Biertheater während der Aufführung Malzau, deine Kursachsen. Vorstellungsbeginn ist 20 Uhr. Nachts locker bewölkt und weitgehend trocken, Tiefstwerte zwischen 13 und 9 Grad. Am Donnerstag Anfang stark bewölkt mit Regen, im Tagesverlauf örtlich Auflockerungen, dabei deutlich kühler mit Höchstwerten von nur noch 15 bis 20 Grad. Am Freitag letzter rasch abziehender Regen, dann überwiegend freundlich und mäßig warm. Am Samstag teils heiter, teils wolkig, es besteht eine leichte Schauerneigung. Das war die Drehscheibe vom Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe der Drehscheibe Lausitz. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss.